Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu Let's Play Patrizia 2 in der Gold Edition im Jahre 1302, August in Lübeck. Ja, ein Ingame-Monat ist vergangen seit der letzten Folge. Ich habe hier mal das ganze Chaos hier im Lübecker Hafen ein bisschen aufgeräumt, habe mal die ganzen Schiffe, die hier noch unterwegs waren, mit in die entsprechenden Konvois aufgenommen, habe die ebenfalls ein bisschen reorganisiert, habe ein paar Matrosen zusätzlich an Bord, habe die neue Handelsroute Bremen mit an den Start gebracht, habe bei Reval noch eine kleine Korrektur vorgenommen, dank eines Kommentars. Vielen Dank dafür, da ging es darum, dass ich beim Kollege Reval den Reparaturstopp in Lübeck vergessen habe. Das wurde hiermit nachgeholt, vielen Dank nochmal. Das ist mir irgendwie durchgerutscht, da habe ich nicht drauf geachtet. Es wäre mir irgendwann aufgefallen, schätzungsweise, aber definitiv vermutlich zu spät. So, beim Bremer Meister müsste das eigentlich alles soweit passen. Ja, da habe ich schon richtig eingestellt. Das Problem beim Bremer Meister ist, dass das aktuell nur ein kleines Schiffchen ist. Und das, was ich hier hin und her karren möchte, ja, ist etwas mehr, als dass es hier Platz hätte auf diesem Eimer. Also heißt, schauen, dass diese Neuerwerbung alsbald fertig wird. Alternativ könnten wir natürlich auch unseren... Na, ja, wobei, den Hechtenfisch möchte ich nicht nehmen. Nee. Nee, nee. Kommando zurück. Hat sich erledigt. Was macht die Werft? Da habe ich ein paar Schiffe in Auftrag gegeben. Am 29.08. Also quasi in gut 2,5 Wochen ist der nächste Eimer fertig und wir haben hier eine Auftragsliste. Also ihr seht, ich habe hier schon ein bisschen was beauftragt. Das Ding ist Ende des Jahres wieder frei. Ja, nichtsdestotrotz, ich sonne mich immer noch so ein bisschen im Glanze der gewonnenen Bürgermeisterwahl in der letzten Folge. Ne? Wir sind jetzt hier der oberste Capo in Lübeck und haben den guten Ratsherrn Neidhardt Gutenbach ja in den vorzeitigen politischen Ruhestand geschickt. Er darf brav noch als Ratsherr seine Stimme abgeben, aber mehr auch nicht. So, wir haben beim letzten Mal auch gleich mal ein bisschen in die Kasse gelangt. Ne? Das muss ja auch sein, klar. Ich muss ja hier... Also ich versuche zumindest hier so ein bisschen authentisch zu spielen. Und entsprechend haben wir die Kasse ein bisschen geplündert. Wenn wir uns den letzten Monat anschauen, genau hier stehen 60.000 Goldstücke zu Buche, die sich heimlich schon leise in unsere Taschen geschlichen haben, so als kleiner Ausgleich für unseren Beitrag zur Verteidigung der Stadt. Man denke an die 130.000 Goldmünzen der Stadtmauer. So, nichtsdestotrotz, wir scheinen hier dennoch ein recht gutes Plus zu machen, wenn man sich das einmal so anschaut, was kostet Ausleger, was kostet Unterhalt der Stadtwache und was kommt hier regelmäßig rein. Grund für uns zu sagen, liebe Freunde, halt, wir stellen einen kleinen Antrag und reduzieren natürlich die Kopfsteuer auf schmuggige 6%, ne, weil wir können es uns erlauben und dann zahlen die armen Bürger natürlich weniger Kopfsteuer. Das dürfte uns doch sehr... ja, noch weiter in der Gunst der Stunde, nicht in der Gunst der Stunde, sondern in der Gunst unserer lieben Bürger und Bürgerinnen und Bürger ja, steigen lassen. Wir sind gespannt. Die nächste Werkstatt hier ist ebenfalls schon fertig. Also wir haben jetzt insgesamt 6 Werkstätten am Start. Heißt, der Produktionsbonus Stufe 2 kommt zum Tragen. Die Boni gibt es ja bei 3, 6 und 9 Betrieben einer gleichen Art innerhalb einer Stadt. Ich habe hier auch einen weiteren Betrieb in Auftrag gegeben, und zwar ein Sägewerk, weil ich hier feststellen musste, dass uns das Holz so langsam aber sicher ausgeht und ich hier nachkaufen musste und inzwischen der örtliche Holzpreis entsprechend auch schon deutlich gestiegen ist. Ich tippe jetzt mal drauf, der Kollege geht nichts, möge mich bitte korrigieren, wenn ich hier falsch unterwegs bin. Ich tippe hier mal drauf, dass wir mit annähernd 3600 Bevölkerung in der Stadt Lübeck inzwischen an dem Punkt angelangt sind, dass die lokale Holzproduktion von der Stadt wegkonsumiert wird, dass quasi hier kein Spielraum mehr übrig bleibt für die ansässigen Händler, sich hier mit Holz gegebenenfalls den Überhängen der Holzproduktion einzudecken. Wir werden sehen, man müsste das hier in der Produktion sehen, die Stadt produziert 3 Holz am Tag, ne, das ist ja dieser Fehler, das ist ja nicht die Wochenproduktion in der Markthalle, sondern das ist ja die Tagesproduktion. Also 3 Holz am Tag mal 7 sind 21 Holz, was die Stadt produziert und was wird verbraucht. Oh, okay, ich habe mich zu weit aus dem Fenster gelehnt, glaube ich. Es werden nur 7 verbraucht, okay, dann kann ich mir diesen Schwund an Holz nicht erklären. Aber dann sind wir noch nicht so weit. Dann sind wir bei weitem noch nicht so weit. Nee. Definitiv nicht.
Dann ist alles gut. Bei Getreide dürfte es jetzt der Punkt sein. Genau, die Bürger verknuspern in der Woche 16 Last Getreide. Und die Stadt produziert 2. 2 mal 7 sind 14. Die Bürger brauchen 16, heißt, hier ist schon mal ein Mangel da. Und dieser Mangel wird aus unserem Vorrat bedient, wenn ich das System richtig verstanden habe. Das bedeutet, wir tragen in der Woche diese minus 2 dazu bei, dass die Stadt hier nicht hungert. Also das geht schon mal weg. Na gut, okay, was macht der Unternehmenswert? 2,6 Millionen, da können wir, denke ich, ganz zufrieden sein. Ich habe übrigens unsere Expedition wieder losgeschickt. Die ist unterwegs, und zwar auf Erkundung. Ich habe mir gedacht, das kann ich ja auch ruhig in der Pause machen, weil das jetzt nicht sonderlich spannend ist. Also die ist unterwegs in Richtung Erkundung und hoffentlich entdeckt sie Bordeaux, so zumindest der Plan. Habt ihr ja auch in den Kommentaren geschrieben, da ist die Kampfkogge unterwegs, die kommt in Bergen an. Im schönen Bergen auf der Suche nach dem Kapitän natürlich nicht und natürlich auch niemand da, der uns hier irgendeine lustige Mission an den Start bringen könnte. Was gibt's hier? Eisenbahn, Fleisch, Leder, Pech, Tran, mein Gott, die ganze Palette gibt's hier. Ja, ich weiß, ich muss das Schiff markieren, also dann. Fälle gibt's günstig, ist doch super. Kaufen wir gleich mal ein bisschen ein, genauso wie Eisenwaren kaufen wir günstig ein. Tran gibt's günstig, her damit. Alles schön einkaufen, was billig gibt. Ne, nicht billig, sondern günstig, meine ich natürlich. Ne, es lebe wieder der kleine feine Unterschied. Ansonsten will ich von euch nichts, glaube ich. Ne, es geht weiter nach Edinburgh. So, und da unten haben wir in Brügge noch einen Kollegen, der angekommen ist. So, ich hab die Zeitbremse aktiv, deswegen, ich wundere mich schon. Da kommt der Hackepeter vorbei. Das ist auch einer, der gemeint hat, er kann hier mal vorbeischauen und unseren Konvoi überfallen. Ein dummer Fehler von ihm. Ja, jetzt gehört er uns, ne? Der Hackepeter. Sowas. So, was hat denn Brügge am Start? Oh, ein bisschen Wein gibt's hier, das freut uns natürlich. Ein bisschen Wein, das muss sein. Ein bisschen Honig gibt's ebenfalls. Ein bisschen Keramik gibt's auch. Hanf gibt's günstig in großer Menge, da schlagen wir natürlich zu. Also, natürlich nicht für weitere Folgegeschäfte, sondern rein für unsere Fischproduktion. Nicht das, was ihr schon wieder denkt. Der Hanf. Ne? Es gibt auch tatsächlich andere Verwendungsmöglichkeiten, ne? Für Hanf. Es muss nicht immer, ne? Wie auch immer sein. Naja. Okay, in Hamburg haben wir einen Fischer am Start. Den ersten seiner Art. Ne? Das ist unser erster Fischer, den wir gebaut haben. Braucht Salz und eben jenes Hanf, was manche lieber rauchen, anstatt hier in ihre Betriebe zu stecken. Da hätten wir noch ein bisschen, das ist okay. Oh, persönliche Rückzahlung, spannend. Eieiei. Pfändung in Lübeck, der Patrizier Meierberg. Der Kollege mit der schlechten Zahlungsmoral. 32.000, ja, Pfänden natürlich. Was denn sonst? Pfänden. So, da müsste jetzt ein Schiffchen kommen. Da kommt ein Schiff, schau an. Die Agamemnon mit 2 Felle und 7 Wein und 18 Herzen Zustand. Respekt. Das hat sich ja mal richtig gelohnt. Bist du ausgebaut? Nicht, gell? Wunderbar. Du kannst dann gleich unseren Bremer Meister unterstützen, wenn du eines schönen Tages irgendwann mal repariert sein solltest. Das kann natürlich dauern. Das war mit den 8 Handlampen an Bord. Weißt du was? Die packen wir damit drauf. So. Gell? Das ist unser Konvoiführer Stettin, wieder ein bisschen besser aufgerüstet, weil ich muss ja keine Matrosen bezahlen, während das Schiff vor Anker liegt und die täglich ihren Sold kriegen und bei der Puffmarie sonst noch irgendwas veranstalten. Also das, nein, sowas unterstütze ich definitiv nicht. So, was haben wir denn eigentlich noch alles für Meldungen? Ja, das ist dieses gerade eben Gesehene, ne? Wir bekommen das Schiff plus diese paar Waren da, die da an Bord waren. Der Verwalter kriegt mehr Geld, 51 Goldstücke, sehr tapfer, der Kapitän kriegt mehr Geld. Oh Gott, schaut doch mal hier. 63.000 Steine gehen raus in der Woche. Und Visby, ein neuer Imker. Und noch ein neuer Imker. Da freuen wir uns im schönen Visby. Tatsächlich, ja stimmt. Ich habe hier 2 Imker an den Start gebracht. Da fällt mir ein, ich habe noch gar keine Handelsroute für Visby. Sollte ich vielleicht... Oh, schaut doch mal hier. Man sieht ja sogar die Bienen. Diese schwarzen und gelben Pixel hier um die Bienenstöcke rum. Das ist ja witzig, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ah, ja. Sowas. Ja, nett. Oh, aber ich habe ja schon mal günstig irgendwas eingekauft, stelle ich fest.
Das finde ich okay, doch, dann kaufe ich da weiter günstig ein. Sehr gut, momentan ein bisschen manuell handeln. Der Baustoff ist in Edinburgh angekommen. Da wollte ich, genau, erst einmal ein bisschen Getreide loswerden. Ein bisschen Eisenwaren abgreifen, die sind nämlich gerade günstig. Ein bisschen Pech werden wir hier los, auch zu einem einigermaßen passablen Preis. Akzeptabel, es geht besser, ist mir klar, aber nicht in der Stückzahl. Außer, ich meine, im Mittelmeer. Ein Kapitän, gut zu wissen, in Edinburgh. Ah ja. Okay, also wir halten fest, ab nach Edinburgh, da kommt der Kampfgreier. Der kann dann gleich die blöde Mission da annehmen. Ah, es ist viel zu tun, definitiv. Ja, und ihr habt ja auch geschrieben, ich soll mal nach Köln düsen. Hier in Köln ist er derzeit... Der tüchtige Erik von Berge, genau, der Bürgermeister zu Köln und zeitgleich meine ich auch der Eldermann-Vorsitzende. Und er hätte vielleicht eine Mission für uns. Hanse-Info, genau. Erik von Berge aus Köln. Wie kommt man auf diese Liste zur Wahl des Eldermanns, des Vorsitzenden der Hanse? Dazu muss man das entsprechende Ansehen sammeln und das sammelt man durch erfolgreiche Absolvierung diverser Eldermann-Aufträge, die man im Büro des Eldermanns bekommt und dafür müssen wir natürlich nach Köln, ist ja logisch, ne? Weil das Büro kommt ja nicht zu uns, also nicht jetzt, sondern erst wenn wir Eldermann sind und ich sollte die Stadt noch ein bisschen ausbauen, hieß es, genau. Richtig, zum Beispiel eine Hafenbombarde hinstellen, oder wobei, wieso geizen? Aber wobei, nee, mir fällt gerade ein, ich habe kein Holz. Oh, der Holzpreis sinkt wieder, also das bestätigt die Theorie. Ne? Das war nur ein kurzer Engpass, weshalb auch immer. So, was kam von den Meldungen? Ich habe schon gedacht, oh Gott, was ist die nächste Kohle, die rausgetauscht wird? Wir haben gar keine Kohle mehr. Das geht so schnell, Leute, macht doch mal Umsatz hier. Das ist ja übel, da schau mal. Der Umsatz bricht ein. Oh je. Das ist nicht gut. Was haben wir hier oben? Rival, du handelst, oder? Was bringst du mit? Eisenerz, Pech, Dran. Keine Felle, bist du doof? Warum nicht? Stopp, bleib da. Nimm Felle mit. Hier, lad ein. Und lad die schimmligen Eisenwaren noch ein. Und verkaufe ein bisschen Eisenerz. Die brauchen das. Und noch mehr Felle. Meine Herren dort. Und weg mit dem Pech hier. Wird das hier nicht verkauft, oder was? Was ist los hier? Ihr habt doch einen eingestellt. Nein, habe ich nicht. Oh Gott. Habe ich nicht. Deswegen wird nichts verkauft. Ach stimmt, Reval haben wir ja danach gebaut. Ja, dann muss ich das wohl auch noch machen. Also, Kontorhandel. Jetzt war wieder meine schlaue Liste. Wo ist Reval? Da ist Reval. Also, wir bringen Bier, wir bringen Eisenerz. Raus damit. Wir bringen Fisch, Gewürz und Hanf. Okay, Fisch, Gewürz und Hanf. Raus damit. Holz, Honig, Keramik. Holz, Honig, Keramik. Pechtrantuch, Pechtrantuch, Wein vermutlich auch und Wolle vermutlich, genau. Und das war's, okay. Ja, dann schauen wir doch mal. Also, zack. Der Blödsinn müsste jetzt alles verkauft werden. Oder größtenteils, je nachdem, was der Preis macht und so, ne? Die produzieren Getreide selber, gell? Ja, ja, eben, das hat mich schon gewundert. Das ist, glaube ich, eine Unterscheidung zu Patrizier 4, da ist ja die Produktionspalette ein bisschen anders. Also nicht nur die Produktpalette, sondern auch die Produktion der jeweiligen Geschichten in den einzelnen Städten variiert da doch deutlich. So, schau da, ein paar Felle kriegst noch und ja, da kaufe ich noch ein paar Eisenwaren. Einfach so, weil ich es kann. Da fällt mir eigentlich zweckentfremd über meine Kampfkogge gerade, gell, aber... Ach, verdammt, verdammt, was mache ich? Nee, was mache ich? Ich bin schon wieder verwirrt. Hamburg, Hackepeter, pass auf, du lädst aus. Da, komm, lad den ganzen Scheiß aus. Schauen wir kurz. Wir produzieren zu 458 den Fisch. Okay. Kann man mit leben, ja. Den Rest, den Überschuss, oh, Salz gibt es hier wieder günstig. Den Rest muss er halt dann wieder mitnehmen, mein Gott. Also, pass auf, du fährst jetzt... Oh, du bist aber auch ganz schön mitgenommen, gell? Achso, klar, ich hab dich ja noch gar nicht repariert. Du fährst nach Edinburgh, holst du den Kapitän. Der Baustoff ist in Scarborough.
Dann nehmen wir die nächsten Eisenwaren mit. Pfeffer und Getreide raus. Mit dem Pech verdient man nicht viel, aber gut, besser als nichts, gell? Ansonsten, was sehen meine Äuglein? Eigentlich nichts, wo ich sage, boah, das haut mich jetzt total weg. Weiter geht's nach London. Und was machen wir mit unserem Kampfgreier? Du stehst noch hier, gell? Weißt was, du fährst nach Lübeck und lädst nochmal den ganzen Scheiß aus, den du dabei hast. Na, das ist langsam aber sicher in dem Bereich, wo, oh, mittlerweile bei 30, er ist schon ein bisschen repariert worden. Wo man echt schauen muss, ja, was ist denn jetzt eigentlich, welches Schiff steuere ich manuell und welches nicht, ne? Oh je, ich sehe hier sogar schon die Schiffe, die noch im Bau sind, da ist der Bau noch gar nicht angefangen. Da hat der Bau noch gar nicht angefangen, interessant. Das ist mir jetzt auch neu, das wusste ich jetzt auch nicht. Sehr lustig. Okay, daran erkenne ich wohl, dass die auf Handelsroute sind, in diesem Symbol. Dieses große Fähnchen bedeutet, das ist der Konvoiführer. Und diese zwei kleinen Fähnchen, das sind halt Schiffe innerhalb des Konvois, aber nicht der Konvoiführer. Falls ihr euch gefragt habt, was hier diese unterschiedlichen Fähnchen bedeuten. Und hier sehe ich, die sind in der Handelsroute, also automatische Handelsroute. Und das hier ist ein Konvoi ohne Handelsroute, oder besser gesagt zwei Konvois. Ne? Einmal die Expedition und einmal der Baustoff, weil ich bisher auf diese Liste noch nicht eingegangen bin. Habe ich mir gedacht, dann möchte ich das an der Stelle auch mal kurz erklären. Also wir haben ja schon einige am Start. Lübeck-Malmö ist der einzige in der... Nein, stimmt nicht. Lübeck-Bremen auch. Das sind die einzigen zwei Schiffe in der Handelsroute, in der automatischen, die kein Konvoi sind. Gut, bei Malmö, da lohnt sich's nicht, weil die Entfernung ist zu klein. Und Moment, der Rostock dürfte doch... Ja, Rostock auch nicht, genau, stimmt, Rostock auch nicht, denkst du mir doch gerade, weil die Entfernung Lübeck-Rostock ist ja auch lächerlich. Da geht nichts vorwärts. Was schreibt denn die Geschichte eigentlich? Seit dem Morgengrauen wird Visby von 85 Söldnern belagert. Somit ist die Stadt vom Umland abgeschnitten, ach je. Oh je, das ist aber nicht gut. Bitte kommt nicht hier. Kommt nicht hier. Nicht da kommen. Sonst sind unsere Betriebe weg. Ah ja, okay, sie kommen durch die Mitte. Das ist in Ordnung, da macht mir das herzlich wenig. Da drüben hätte es mich ein bisschen geärgert. Aber hier ist mir das scheißegal. Okay, wir haben auch hier am Turm gebaut. Sehr schön, hier gibt es keinen Turm. Dann habe ich da zum Glück einmal wenigstens mitgedacht. Also dann gibt es hier derzeit keine Honigproduktion. Ist mir auch wurscht. Was soll's. Kaufen wir halt ein bisschen von der Stadt ein. Ja, und ich habe sowieso noch kein Schiff, ne, was hierher düst und den ganzen Scheiß mitnimmt. Aber ist mir jetzt auch völlig egal, denn wenn ich so auf die Uhr schaue, stelle ich fest, wir sind mal wieder am Ende einer Folge angelangt, genau. Und Lübeck wächst und wächst. 3664 Einwohner haben wir jetzt hier schon am Start. Ja, na gut. So, unser Giebelhaus ist bald fertig. In 6 Tagen ist es soweit. Das Kaufmannshaus, das braucht noch fast einen Monat. Das ist natürlich etwas größer, etwas prunkvoller, etwas luxuriöser. Dementsprechend lang ist dann auch die Bauzeit. Aber gut, was soll's. Ich würde sagen, ich nehme ein kurzes Bädchen und verabschiede mich, ja, von der heutigen Folge. Sag wie immer vielen Dank fürs Dabeisein bei Patrizia 2 und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, eine gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus.